Herzlich willkommen zu den Buchgesprächen. Er hat die katholische Theologie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geprägt wie kaum ein zweiter, der Jesuit Karl Rahner. Sein Denken zeichneten Gründlichkeit, Schlüssigkeit und Frömmigkeit aus. Sein literarisches Vermächtnis ist gigantisch. 4000 bibliografische Eintragungen hat er hinterlassen. Dem Verlag Herder ist es gelungen, sämtliche Werke von Karl Rahner in 32 Bänden und 40 Teilbänden herauszugeben. Über den Theologen Karl Rahner darf ich nun mit dem Programmleiter Theologie des Verlags Herder sprechen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Weber. Vielen Dank. Eines der bekanntesten Schlagwörter der Theologie von Karl Rahner ist der anonyme Christ. Wen meint Karl Rahner damit? Zunächst würde man als Christen ja die bezeichnen, die sich zu Christus bekennen. Und diesen ist von Gott her verheißen, dass alles im Leben Bruchstückhafte und Unvollendete zum Guten gewendet wird, heil wird. Wie ist es nun aber mit den Menschen, die Christus nicht erfahren haben, nicht mit ihm in Kontakt gekommen sind oder andere Glaubenswege eingeschlagen haben? Und hier setzt Karl Rahner im Ausgang vom Heilswillen Gottes an und versucht zu zeigen, wie von einer inneren Orientierung des Menschen auf das Übernatürliche her in Entscheidungen, wo Menschen das Wesentliche des Menschseins leben wollen und gelingendes Leben erreichen wollen, eine Beziehung zu Gott eintritt, sie auf Gott hin und mit Gott hin leben und von daher christliches Heil erfahren können. Das ist ihnen selbst nicht bewusst, deshalb ist es ein anonymes Christentum. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Sie haben gerade den allgemeinen Heilswillen Gottes angesprochen. Dieser Grundsatz ist ja schon in der Heiligen Schrift verankert, zum Beispiel im 1. Timotheusbrief des Paulus. Dennoch hat der Begriff anonymer Christ auch Kritiker gefunden. Kardinal Josef Ratzinger, damals als Professor Ratzinger, oder auch Hans Urs von Balthasar haben Kritik daran geübt. Inwiefern ist denn diese Bezeichnung anonymer Christ auch angreifbar? Der Gedanke, dass alle Menschen Heil finden können, ist ja weit verbreitet, hat ja auch seinen Niederschlag gefunden im Zweiten Vatikanischen Konzil. Trotzdem ist dieser Kurzbegriff anonymer Christ ja auch durchaus kritisch. Zum einen, weil damit Menschen Christsein zugesprochen wird, die das von sich aus ablehnen würden. Der Begriff hat also etwas Übergriffiges vielleicht, Paternalistisches. Auf der anderen Seite ist ja auch vom biblischen Zeugnis her ein Bekenntnis zu Christus gefordert. Und da stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis denn das Heilshandel Gottes in Christus und das Bekenntnis dazu zu einer Realisierung einer allgemeinen Menschennatur steht, die schon vielleicht ausreicht, um das Prädikat Christ zugeschrieben zu bekommen. Also da diese Verhältnisbestimmung vom expliziten Christsein zum Leben einer wesensmäßigen menschlichen Natur ist ein großes Problem, auch in der weiteren Diskussion. Karl Rahner war ein Konzilstheologe, ähnlich wie Josef Ratzinger, also ein Theologe, der das Zweite Vatikanische Konzil vorbereitet und begleitet hat als Theologe. Inwiefern hat er denn Einfluss auf das Zweite Vatikanische Konzil genommen? Als Theologe hat er durch seine Schriften natürlich im Wesentlichen Einfluss genommen und weil er als Berater beim Konzil selbst tätig war, hat er den Wiener Kardinal auch beraten und hat deshalb mehrere Möglichkeiten gehabt, Einfluss zu nehmen. Im Vorfeld des Konzils ist es ganz interessant, dass Rahner einerseits zurückhaltend war und die Euphorie, die mit der Ausrufung des Konzils verbunden war, ein bisschen dämpfen wollte. Und andererseits, als dann die Texte veröffentlicht wurden im Vorfeld des Konzils, hat man gemerkt, dass er doch auch Selbsterwartungen an das Konzil hatte, weil er von diesen Texten enttäuscht war. Und er hat dann auch dazu beigetragen, dass das Konzil doch stark veränderte Texte veröffentlicht hat, etwa bei der Offenbarungskonstitution, wo man den Einfluss Rahners stark merkt, weil hier ein ganz anderer Offenbarungsbegriff vorliegt und weil auch das Verhältnis von oder weil Schrift und Tradition in ein Verhältnis miteinander gesetzt worden. Hier ist also ganz klar auch ein Einfluss Rahners zu sehen. Karl Rahner hat sich als Konzilstheologe stark eingesetzt für die Wiedereinführung des ständigen Diakonats nach ungefähr 1000 Jahren.
Warum sei er denn die Zeit für die Wiedereinführung des ständigen Diakons gekommen? Die Wiedereinführung des ständigen Diakonats war Anfang des 20. Jahrhunderts in der Luft. Sie lag in der Luft und auch Karl Rahner hat das gespürt. Und er hat als Theologe auf ganz sachliche und nüchterne Weise zum einen gezeigt, dass die Kirche den ständigen Diakonat wieder einführen kann, dass also theologisch, dogmengeschichtlich da nichts gegen spricht. Und hat zum anderen dafür plädiert, dass es auch sinnvoll ist, den ständigen Diakonat wieder einzuführen. Einerseits als Gegenmaßnahme gegen den Priestermangel, zur Unterstützung der Priester, aber andererseits auch, um dem diakonischen Tun der Kirche eine besondere Würdigung zuzusprechen. Und außerdem kann man mit verschiedenen Ämtern der Vielfalt der Anforderungen in der Pastoral besser gerecht werden. Im Zentrum des theologischen Denkens von Karl Rahner steht die Theologie der Gnade. Und die eigentliche Gnade Gottes besteht für Rahner in der Selbstmitteilung, in der Selbstoffenbarung Gottes. Diese ist in seinen Augen nichts Objektives, sondern etwas zutiefst Subjektives. Jeder versteht was anderes von Gott, der sich mitteilt. Welche Rolle spielt das Individuum in der Gnadentheologie von Karl Rahner? Das kann man sich, glaube ich, am besten erklären, wenn man das Gegenmodell sich einmal anschaut. Lange Zeit wurde Offenbarung und die Gnadenmitteilung verstanden, als dass auf den Menschen in seiner Natur von außen diese Gnade einwirkt, wie etwas Fremdes, Überwältigendes, dem der Mensch dann nur noch zustimmen kann. Rahner hat ganz stark danach gefragt, wie der Mensch denn überhaupt die Botschaft hören kann und von sich her teilhaft werden kann der Gnade, und hat von daher den Ansatzpunkt beim Individuum gesucht, beim Menschen, das, was man die anthropologische Wende nennt. Und er hat nach diesen Bedingungen der Möglichkeit von Gnadenerfahrung gefragt, Transzendentaltheologie betrieben. Und so hat er aufzeigen können, wie jeder einzelne Mensch von sich her eine Bestimmung spüren kann zum Heiligen, zur Gnade und dann in ein ganz persönliches Verhältnis zu Gott eintreten kann. Eines der bekanntesten Sätze von Karl Rahner ist, der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein. Was versteht Karl Rahner unter einem mystischen Christen? Karl Rahner war Theologe und hat Erfahrungen von Menschen mit Gott nachgedacht. Also auch in der Theologie ist die Erfahrung von Gott der Anfang. Und Menschen, die Erfahrungen mit Gott machen, sind Mystiker nach Rahner. Da darf man sich jetzt keine besondere Eingebung oder Privatoffenbarung vorstellen, sondern für Rahner ging es darum, in den alltäglichen Dingen, in den Zusammenhängen des Lebens eine Offenheit zu leben für Erfahrungen Gottes, so wie das jesuitische Leitwort sagt, Gott in allen Dingen erfahren. Ein Mystiker ist jemand, der Gott erfahren hat. Karl Rahner war ein Dogmatiker, er war ein systematischer Theologe. Aber dennoch lag ihm auch die Pastoraltheologie sehr am Herzen. Er hat auch Aufsätze veröffentlicht über die Gefängnisseelsorge oder über die Bahnhofsmission. Welche pastoraltheologischen Akzente konnte er setzen? Pastoraltheologie war für Rahner das konkrete Wirken der Kirche. Er hatte einen ekklesiologischen Ansatz, der aber immer gezielt hat auf die einzelnen Menschen. Und das Zentrale seiner Pastoraltheologie ist die Frage, wie die Kirche Raum schaffen kann für das Wirken der Menschen und vor allem, wie Menschen Gott erfahren können. Pastoral war für ihn, hatte einen mystagogischen Charakter, dass Menschen Gott erfahren können und Raum haben, ihre Erfahrungen zu teilen, zu leben und ihre Hoffnungen ausdrücken können. Hans Küng hat sich einmal lobend geäußert über Karl Rahner. Er sei ein Protagonist der Freiheit in der Theologie gewesen. Inwiefern war denn Karl Rahner ein Vorkämpfer der Freiheit? Karl Rahner hat darüber nachgedacht, wie es dem Menschen möglich ist, Gottes Botschaft zu hören. Dass diese Botschaft nichts Überwältigendes ist, dem ich dann nur noch zustimmen muss, sondern dass das etwas ist, auf das ich hören kann. Und dieses Hören können ist natürlich ein Freiheitsgeschehen. Und so hat Rahner im Grunde die Grundlagen dafür gelegt, dass man das Verhältnis von Gott und Mensch in Kategorien der Freiheit ausdrücken kann. Josef Ratzinger schreibt in seiner Autobiografie Aus meinem Leben,
einmal über die theologischen Unterschiede zwischen ihm und Karl Rahner. Er schreibt: Bei der gemeinsamen Arbeit am Konzilstext über die Quellen der Offenbarung wurde mir klar, dass Rahner und ich trotz der Übereinstimmung in vielen Ergebnissen und Wünschen theologisch auf zwei verschiedenen Planeten leben. Also schon ein starkes Wort. Inwiefern passen denn Karl Rahner und Josef Ratzinger theologisch nicht so gut zusammen? Also wenn Theologie die Rede von Gott ist, dann sind damit zwei zentrale Punkte genannt, nämlich Gott und der Mensch. Bei Rahner war der Ausgangspunkt ganz stark die Frage nach dem Menschen und nach den Bedingungen des Menschen für die Offenbarung. Bei Ratzinger war es stärker die Frage nach Gott und der Wahrheit Gottes, die für den Menschen dann relevant wird. Und von diesen unterschiedlichen Ausgangspositionen her haben sie stark Theologie betrieben und das hat dann auch zu unterschiedlichen Ausformungen ihrer Theologie geführt. Karl Rahners Werk ist exorbitant groß. Ich habe es schon in der Anmoderation erwähnt. Seine Werkesammlung bei Herder umfasst 32 Bände und 40 Teilbände. Welcher Gedanke von Karl Rahner spricht denn Sie persönlich besonders an? Also für mich ist es tatsächlich die Ausrichtung am Menschen, am konkreten Menschsein und an den Bedingungen des Menschen in der Welt, die Rahners Denken ja sehr durchzieht. Und dem hat er vieles untergeordnet und hat zum Beispiel auch es für die Kirche immer wieder als wichtig erachtet, darauf einzugehen. Ein ganz wichtiger Text von ihm ist ja der Strukturwandel der Kirche, also die Ausrichtung von Theologie und Kirche am konkreten Menschen. Das ist ein zentraler Aspekt, der auch heute für die Theologie wichtig ist. Ganz herzlichen Dank, Dr. Weber, für Ihre Erläuterungen über die Theologie von Karl Rahner und Ihren Besuch im Fernsehstudio des katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München. Sehr gerne. Das war ein Buchgespräch mit Dr. Stefan Weber. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Buchgespräch wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und spannende Lektüre.